Ja, hallo zusammen. Ich bin wieder mal hier mit einem neuen Video oder habe zumindest gedacht, dass ich mal ein neues Video drehen kann. Diesmal über zwei eiserne Kreuze desselben Herstellers, des Fritz Zimmermann Herstellers, auch bekannt als der Hersteller 6 in den PKZ genommen. Jo, von den Fritz Zimmermann Hersteller gab es zwei Kerntypen, der frühe und der späte. Ich besitze jetzt beide, habe letztens das frühe EK, die frühe EK-Typ, der frühe EK-Typ bekommen. Und jetzt will ich euch die mal vorstellen, wie man einen frühen Kerntyp von einem späten erkannt. Ja, fangen wir mal mit den frühen an. Das ist der frühe. Ihr seht das Hakenkreuz relativ dick. Die 1939 ist dünn gehalten von der Prägung her. Schönes Stück wurde gereinigt mit Zahnpasta. Ist nicht jedermanns Sache. Aber auf jeden Fall schön. Das ist das späte Stück. Man sieht, es hat viel mehr Patina, wurde also nicht geputzt. Da sieht die 1939 ganz anders aus als beim frühen. Das heißt, sie ist dicker geprägt. Und das ist auch zugleich das Merkmal vom frühen Typ wie auch späten. Fritz Zimmermann hatte eben frühe und spätere Typen. Und diese erkennt man an den 1939, an der Zahl her. Früher und später Typ. Jo, die Rückseite kann ich euch auch zeigen. Auch typisch für Fritz Zimmermann ist, dass die 8 in der Regel sehr groß war. Die 1 und die 8. Auf jeden Fall größer als bei anderen Herstellern, das der Fall war, wie zum Beispiel sagen wir Steiner und Lück. Das hier auch der Fall. Das ist auch markiert, das andere ist nicht markiert. Da sollte eine 6 zu finden sein, ich hoffe, man erkennt sie. Jo. Jo. Das ist mit einem kleinen Originalband, aber das ist jetzt natürlich nichts wert, im Gegensatz zu den Kreuzen. Jo, das war's wieder mal von mir. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder.